Achso, Entschuldigung. Great, now let's get back to the game. Da habe ich jetzt geschlafen. Erlaubt mir bitte eine Rückversicherung. Als ihr die Studierstube betratet, sah das Opfer genauso aus wie in dieser Zerkitze. Ja, auf jeden Fall. Goldrichtig. Und die Farben sind auch gut getroffen. Außer, dass die vielleicht ein bisschen wenig Kontrast haben. Und nicht so farbenfroh sind. Ist das hier haarig? Oh. Also zuerst wusste ich ja nicht, ob er wirklich abgekratzt war. Er hätte ja auch eingepennt sein können vor lauter Arbeit. Oh oh. Soll ich? Ja. Sekunde! Frau Erlington, dürfte ich euch eine Frage stellen? Nein. Nein, aber nicht wirklich. Nein, wirklich nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Was ist euer Begehr? Ihr! Was ist mein Begehr? Das ist der Mario! Was haltet ihr von Herrn Vidians Aussage? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ist es auch gedrückt? Ja. Gar nicht. Achso, ich hab der totale Schwachsinn, Mann. Achso, ich hab's nicht gehört. Ah. Okay. Dachte gar nicht. sie scheint vollständig zu sein. Und du musst das nicht bei plus Vokal. Ja, hab ich vergessen. Vollständig passt schon. Und dennoch, hast du das schon? Aha. Okay. Dennoch weiß ich genau, was sie gerade denkt. Sie kann hell sehen. Sie ist eine Hexe. Verbrennt sie. Sie ist eine Hexe. Verbrennt Maya. Ihr glaubt, ihr wisst, was ich denke? Na, dann lasst mal hören. Und er denkt... Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Hab's wieder nicht gehört, leider. Na gut. Das ist so doof. Am Anfang hat es perfekt funktioniert. So die ersten, weiß ich nicht, erste halbe Stunde oder so. Ja, und dann... Und dann nicht mehr. Oh. Das habe ich gehört. Ja, ich finde es aber kacke. Ich denke mir die ganze Zeit auch immer... So ein Mist! Ah, zu dem Sound möchte ich gerne noch etwas loswerden. Und zwar, dieser Sound ist... Also ich habe rausgefunden, was es heißt. Mhm. Steht sogar auf der englischen Wikipedia-Seite von jemandem, von demjenigen, der diesen Satz geprägt hat. Wer war das denn? War das nicht der gleiche? Warte mal, guck mal nach, ich glaube irgendwas mit Schindler, nee, Schwindler, ich weiß es nicht mehr genau. Also, Mario Party. Mist. Irgendwie sowas, probier das mal. Mist Englisch oder Mist Deutsch? Der deutsche Mist oder Mist wie... Versuch beides. Versuch eins von beiden, meine ich. Ist Mario Deutscher? Mario Party bei Spieletipps? Mario Wiki. Mario. Ja, warte. Versuch hauptsächlich erstmal den Typen rauszufinden. Ich will das nochmal, ich will den Namen nochmal. Oder ich mach meinen eigenen. Okay. Warte. Ich Firefox auf. Gleich. Wieso hängen diese scheiß Wikis? Oder kann das an... Ach, das könnte auch daran liegen, wenn wir immer ja, ihr Teamviewer anhaben. Ah, warte mal, ich versuch mal, Wario. Ich hab die Seite doch bestimmt noch im Browserverlauf. Ach nee. Wiki, Moment. Irgendwas mit SCH war's. Sie nicht mit Fähigkeiten wollen. Aber ich komm nicht, ich find den hier nicht. Mist. Okay, Also hier steht der Name leider nicht. Okay, Dip. Ich versuche gerade mal was rauszufinden. Und zwar... Oh Gott. Viele haben dies als so ein Mist... Was? Moment. Ja, das habe ich auch gerade gefunden. Oh Gott. Wo war denn das jetzt? Ich suche nach... Oh Mann. Mario Party, wo ist denn das? Mario Kart. Ich will nicht Mario Kart. Ich will Mario Party. Das gibt's doch nicht.
Smash Brothers, Ach, jetzt will ich das aber wissen. Gibt's doch nicht. Wie heißt es denn auf Englisch? Voice Actor. Ja. Sind wir noch in der Aufnahme? Ja. Aber ganz spannend, wie wir uns jetzt quasi. Moment. Wir tasten uns ran. Auf jeden Fall eher. Voice of Wario. Da gibt es mehrere. 8, 7, also, wir haben 6, auf jeden Fall hier 5, Charles 3, Martinet, 2. Das ist der Mario-Sprecher. Aber Thomas Spindler. Thomas Spindler, doch, der ist nämlich auch Deutscher. Mhm. Und wenn man auf seine Wikipedia-Seite geht, da findet man sogar diese Debatte um die Wario-Stimme. Und da steht's drin. Du kannst ja gerne mal danach gucken. Ich schau mal. Mhm. Ich bin jetzt im Super Mario-Wiki. Schau mal, ob es da auch steht. Nee. Oder? Ja, vielleicht. Das ist in irgendeinem Absatz. Thomas Spindler. Es ist aber in einem Englischen. Hast du es gefunden? Nee. Ich nehme es jetzt einfach vorweg. Der Typ hat in einem YouTube-Kommentar gepostet, dass es tatsächlich so ein Mist ist. Tatsächlich? Ja, das hat jetzt ziemlich lange gedauert für diese eine kleine Information. Ich habe schon oft jetzt einen Link zu diesem YouTube-Video gefunden, aber ich wollte das jetzt auch nicht während der Aufnahme öffnen und anschauen. Okay, also auf jeden Fall, Victoire. Ne? Ich kann höchstens mal. Ich gehe einfach mal auf. Du kannst weitermachen, Mann, das ist jetzt gut. Wir wollen jetzt nicht. Achso, Entschuldigung. Wir wollen hier nicht unsere Zuschauer warten lassen, hallo? Haben wir schon genug gemacht, tut mir leid. Das ist richtig. Ich meine, ich habe selber mit dazu gehört. Now let's. Ja. Ja. Great. Now let's get back to the game. Ich habe ja auch dazu beigetragen, es tut mir sehr leid. Mir auch, dass du dazu beigetragen hast. Danke. Als er den Raum betrat, merkte Herr Vivian nicht, dass er Herr Direktor tot war. Mhm. Ich aber. Ich lief sofort los, um die Ritter der Inquisition zu alarmieren. Und so. Und so. So verdächtigt ihr mich nun, dass ich zu forschen musste, dass mein Meister tot war. Genau dies denkt ihr doch, nicht wahr? Euer Gesicht lässt sich noch einfacher lesen als ein Kinderbuch. Der kleine Phoenix. Phoenix ist traurig. Warum ist Phoenix traurig? Weil er seinen Fall nicht gewinnt. Ende. Juhu! Ja, ich weiß, damit könnte ich viel Geld verdienen. Alles nur noch schön bebildert. Nun, war es etwa nicht so? Mitnichten. Und Neffen. Und mit Ernst. Ich ahnte den Ernst der Lage, denn der Meister war wohlgesittet und verlief niemals auf einen ordinären Schütul. Als ich ihn so sah, überfiel er mich. Überfiel er mich und eine fürchterliche Vorahnung. Wie konnte sich retten? Ich nicht. Und wie ging es Ihnen danach, Miss Erlington? Mir war klar, dass etwas Schreckliches geschehen war. Das leuchtet ein. Ich habe von euch gehört. Das heißt, ihr seid sehr gefasst und äußerst scharfsichtig. Dem ist wohl wirklich so. Es wäre wohl angemessener, sie als berechnend zu bezeichnen. Aber eher nicht. Irgendwie kommt es mir so vor, als juckt es keinen, dass ich auch noch hier bin. Nein, wirklich nicht. In der Tat. Ich hab dir mal geholfen. Danke. Das tut nichts zur Sache, Zeuge. Wir sollten mit dem Kreuzverhör fortfahren. Das passt nicht mehr ins Auto, da ist schon die Befragung drin. Und die muss er jetzt endlich mal dem Prozess folgen. Richtig. Tut nichts zur Sache? Da muss man doch nicht gleich so unfreundlich werden. Ich hab doch nichts gemacht. Nein, wirklich nicht. Nein, er hat wirklich nichts gemacht. So, okay, das hat uns aber keine neuen Sachen gebracht, also würde ich das nochmal, ich würde ihn weiterreden lassen. Moment mal!
Das klingt wie echt. Krass. Oh, ich hab wieder Sound. Hast du da einen Sound oder bist du das wirklich selbst? Ich finde das gerade krass, das klingt wirklich echt. Ja. Cool. Ich will das auch können, bring mir das bei. Hatten wir das nicht schon mal in Professor Layton und der dieses, die verlorene Zukunft? Ja, aber ich finde, jetzt kannst du es besser als damals. Noch besser. Noch besser. Spiel fertig. Okay, weiter. Okay. Sein Lehrling hat sauer drauf. Ein Blick und er wusste schon, dass der Alchemann hops gegangen war. Merkwürdig. Ja, aber... Komm ja noch mehr aus Land. Das hatten wir schon? Hatten wir schon? Hatten wir das schon? Nee. Nimm mal. Moment. Vielleicht ist ihm ja noch was aufgefallen. Mhm. Worauf solltet ihr ein Auge werfen? Alle Schätze. Joa, danke. Joa, also... Ist das mein Skype? Oder meins dein? Nicht, ich hab's aus. Ich fass es nicht, das ist wohl mein Skype. Und ich find's merkwürdig, dass mir der Sound abgespielt wird. Ich dachte, ich bin auf beschäftigt. So, jetzt bin ich auf beschäftigt. Ja, also mir wurde gesagt, ich soll auf das Verbrechen aufpassen. Ich musste halt, naja, dafür sorgen, dass alles in Ordnung bleibt. Ich meine, weißt du, ich war nicht gerade begeistert, alleine in einer Statue eines echten Almethisten zu sein. So voll mit Zauberzeugs. Ist klar, Herr Langfinger. Oh, und außerdem, sie bat mich, nach irgendetwas zu suchen. Also habe ich das auch noch gemacht. Wollen wir ihn weiterreden lassen? Oder? Befrag erstmal. Ich mach mal weiter hier. Und dann können wir wieder machen. Okay. Man kann der Dame ja keinen Wunsch abschlagen, stimmt's? Ein Gentleman tief in unserem Video. Wie ist er da wohl hingekommen? Und war Vidian damit einverstanden? Ja. War es einvernehmlich? Er steckt voller Überraschungen, der laute Mann. Oh. Moment, ein Gentleman steckt in Vidian. Also Herr Professor Layton. Aber Herr Professor. Das ist doch nur mein Arm. Wer steckt in Vidian? Das ist der Mario! Mama Mario. Mach den Mario. Mach mit dem Mario. Erlington hat ihn gebeten, irgendetwas zu suchen. Wie bitte? Das ist mir neu. Was solltet ihr eigentlich suchen? Erleuchtet uns. Erleuchtet uns, werter Zeuge. Geht nicht. Ich bin keine Lampe. Was war's noch? Leuchte auch nicht. Tja, ich hab's wohl vergessen. Vielleicht solltest du weniger trinken. Wen juckt's? Was auch immer es war, ich hab's nie gefunden. Daran kann ich mich nämlich erinnern. Oh. Ah, er hat's nicht gefunden. Sollen wir ihn trotzdem nochmal darauf ansprechen und ja, und dann, müssen wir ja. Sonst kommen wir ja nicht auf irgendwelche weiteren Sachen. Sekunde! Was denn du? Welches Fach müssen Marineoffiziere absolvieren? Sekunde! Oh Mann! Miss Erlington, ihr wirkt so gedankenverloren. Und weißt du, was jetzt richtig fies wäre? Nee. Also dann, zugeklappt, da kommt doch jetzt...
Was? Da kommt doch jetzt nicht tatsächlich wieder ein. Nein, es kommt kein Abspann. Abspann, Abspann. Nein, das mache ich nur einmal. Wenn es zu oft benutzt wird, kann ich es nicht mehr ins Best-of packen. Ist auch wieder noch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mit Cliffhanger. Auf den wird sich dann in der nächsten Folge nicht bezogen. Wir haben schon was übersprungen. Ist auch ein geiler Nachname, den der Cliff hat, ne? Cliffhanger, ja. Also dann. Der beste Freund von Chuck Norris, Cliffhanger. So, ich würde mal sagen, dann reicht das auch für heute. Wir haben wieder was gelernt, zum Beispiel, dass es so ein Mist heißt. Juhu! Und tschüss.